Okay, Leute von heute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Find die bunten Steine bei Lego Indiana Jones Teil 2, die neuen Abenteuer. Und zwar geht es diesmal um den grünen Stein, genau. Ja, was kann man hierzu sagen? Es ist ein bisschen verwirrend hier, die Wege zu finden, aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Einfach mir folgen, wenn du vom Warenhaus hier direkt gestartet hast, müsstest du eigentlich hier sein. Bitte beachte dabei, du musst auch die Kampagne, also Königreich des Kristallschädels Teil 3 einmal durchgespielt haben, ja, alle 5 Missionen gemacht haben. Nee, oder die 4. Mission mindestens gemacht haben, sonst kommst du nämlich nicht zu allen hin. Okay, los geht's. So, zum Teil brauchen wir auch jemanden mit Sprengstoff. Oder halt, wir brauchen eine Karre. Aber ich denke, Sprengstoff weiß ich jetzt nicht, wo ich den herkriege. Nehmen wir einfach mal die Karre hier. Okay, zerstören müssen wir zum einen diese Dinger hier. Und diese Kollegen hier. Und für diese Kollegen, ne, ist halt so silbern, braucht man halt Sprengstoff oder ein Auto. Okay, da würde ich sagen, los geht's. So, da haben wir schon mal den ersten. Rein in die Karriere. Knete habe ich ohne Ende, von daher sollte das nicht das Problem sein. Aus dem Weg, Entschuldigung. Oh. So, egal. Hat schon funktioniert. Oder? Nee, scheinbar noch nicht. Aber jetzt bloß keine Scheiße machen, ja. Okay, und das war der grüne Stein. So, und da würde ich sagen, da fahre ich gleich mal mit dem Auto weiter. Denn das Auto brauchen wir und ich hoffe, ich schmiere hier jetzt nicht ab. Na, hier einmal so drüber gefahren. Um Gottes Willen. Boah. Und hier oben ist das nächste Gerät. Aus dem Weg. Bam. Geht immer noch nicht. Diese Scheißkarte. Also die Steuerung ist manchmal echt ein absoluter Graus. So, auf ein neues. So. Und das war's mit der Karre. Öfter brauche ich die jetzt nicht mehr. Okay, dann geht's gleich weiter. Jetzt mal kurz gucken, mich selber orientieren, weil wie gesagt, das ist hier ganz schön verwirrend, zumindest die Wege zu finden. Aber egal, ich habe da eben gerade schon einen gesehen, dann holen wir uns den gleich nochmal. Das war, glaube ich, hier rüber. Nee, oder? Genau, hier unten war das. Meine ich. Genau, und hier ist der nächste. Vierte. So, jetzt mache ich die nochmal alle klar hier, damit sie mir nicht auf den Sack gehen. Hau ab. Ich peitsche dich aus. Du Hund. So, genau. Dich wollte ich haben. Ich will dich kaufen. Genau, Uga-Krieger. Und dann haben wir. Und dann ist hier erstmal Schicht im Schacht mit den Leuten. Okay, und jetzt komme ich zu der Passage, wo man halt nur hinkommt, wenn man das vierte Level gemacht hat. Dann ist hier nämlich offen. Wahlweise kannst du natürlich auch das Ding ins nehmen, das UFO. Ich glaube nicht, dass man hier unbedingt... Aber egal. So. So, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, ich brauche einen Kollegen mit dem Schädel. Ich hoffe ja, die stellen sich jetzt nicht so blöd an. Genau, hier brauche ich. Hopp, hopp, hopp. Und dann haben wir den fünften, meine ich, oder? Genau. Dann nochmal zurück. Ich hoffe, ich kann mir das jetzt noch alles so ein bisschen merken, ja.
hopp, hopp, hopp. Genau, dann haben wir hier unten den nächsten. Zack. Ja, genau, die hatten wir schon, aber ich glaube, wir meinen. Genau, hier. Nummer 7, fehlen noch 3. Genau, und hier noch ein dickes UFO, keine Ahnung, was damit ist. Achso, das ist wegen diesem Artefakt hier, okay. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. So, hier müsste man jetzt eigentlich, glaube ich, nochmal runter. Auf zu Nummer 7. Quatsch, zu Nummer 8, genau, und die ist hier. Na, ja, das läuft doch wie geschmiert. So, und dann, jetzt kommen die Schlimmsten eigentlich. Hierfür brauchen wir eine junge Dame. Die muss nämlich springen können. Die müsstest du auch automatisch schon haben. Sobald du einmal die ganzen Levels hier im dritten Kapitel gemacht hast. No problemo. Okay, dann hier einfach jetzt mal den... den Dingens folgen. Und hier ist gleich das UFO. Kannst du kaufen, kostet 250.000. Kommst du überall hinter, ne? Habe ich schon gemacht, aber falls du die Knete noch nicht hast, mache ich das hier mal alles zu Fuß jetzt. So, und dann hier einfach mal rein. Und dann immer schön schwimmen. Oder? Warte mal. Nee, einen habe ich noch vergessen. Einen Augenblick. Einen Augenblick. Weg. Ich meine, hier war noch irgendwo so ein Steinkreisel. Und da gibt es einen Punkt, an dem man dann hochspringen kann. So wie hier zum Beispiel, ne? So eine... Punkte. Ah, da ist es. Alles klar. Hier sind wir richtig. Ja, gleich beim UFO. Hallihop. Zack. Das hier einfach mal zerstört. Geld nehme ich natürlich mit. Und das ist der vorletzte. Und jetzt geht's ab Richtung letzten. Hierfür brauchst du auch wieder die junge Dame. Und der letzte ist recht gut versteckt. Da kommt man nämlich normalerweise nicht so hin. Es sei denn, man schwimmt jetzt so wie ich. Mal gucken. 5,2 Millionen habe ich. Dann müsste ich den eigentlich gleich kaufen können. Grüne und blaue Steine, die sind jetzt sowieso nie so wirklich teuer gewesen. Aber die Dingens auf jeden Fall, die roten Steine. Und dann sind wir hier richtig. Einmal nach oben. Den zerstört. Oh, du hast alle grün. Alles klar. So, dann können wir ja wieder abhauen. Ne? So, was da jetzt allerdings für ein grüner Stein das... Was das für ein grüner Stein sein wird, da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Bin ich überfragt, aber ich guck mal. Ich guck mal nach. Da ist er. Schlangenpeitsche oder was? Hört sich irgendwie schweinisch an. Ja, mach ich mal. Gekauft. Und dann, wo ist Indy? Indy ist weg. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man jetzt mit Indy jetzt eine normale, anstatt die normale Peitsche. Oh, warte. Ja. So, hätte ich fast ganz vergessen. So. Extras. Punkte ist jetzt egal. Schlangenpeitsche, so. Da haben wir sie, ne? Eine Peitsche halt aus einer Schlange gemacht halt, ne? Wie ich finde, jetzt auch eigentlich wieder unnötig, ne? Aber so kennt man das von den grünen Steinen. Aber egal, wer das gerne haben will, der weiß ja jetzt, wie er da rankommt. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen ein bisschen, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.